Mahlzeit, der Jan hier. Ich habe endlich unseren Mülleimer bestellt. Ja, sonst hatten wir immer unten am Boden eine Tüte stehen und war nicht so schön, ne? Die ganze Suppe da drin. Den gibt es in 10 Liter und 5,5 Liter und 3 Liter. Ich habe jetzt einen großen genommen, brauchen wir nicht so oft die Mülltüte wegbringen. Gell? Finde ich ganz gut. Gucken wir mal rein, was drin ist. Mülleimer. Oh, ach Sache. So. So sieht er aus. Gell? Hinten zum Einhängen. 10 Liter ist schon eine Menge. Dann haben wir hier so einen hier. Den kann man dran machen. Und dann an einen Tisch mit runden Gestängen oder am Vorzelt einhängen. Ja. In meinem Fall brauche ich die nicht. Die Halterung hier, die ist für mich überflüssig. Was wir brauchen, wäre diese hier. Ja. So sieht sie aus. Kommt so angeschraubt und der Mülleimer wird dann quasi einfach nur eingehangen. Also kein Hexenwerk oder so. Wir möchten ihn an die Tür machen, das ist der beste Platz, da stört er am wenigsten. Besser als hier irgendwo im Gang oder so, das geht gar nicht. Und wenn wir dann draußen sitzen und die Tür aufhaben, haben wir draußen auch einen Mülleimer. Gell? Was ist noch dabei außer die Halterung? Schrauben und Dübel, macht Sinn, die Dübel. Gell? So, und noch so, so ein Gitter. Gell? Also das soll dafür da sein, wenn man den Müll reinschmeißt, dann dass eben das Nasse eben nach unten durchgeht, gell? Was gar keinen Sinn macht, wenn man einen Beutel reinmacht. Gell? Schrauben wir den mal an und schauen wir mal, wie es aussieht. Gell, das machen wir jetzt. Übrigens schließt der sehr gut. Ich nehme mal ein, dass ganz wenig Gerüche nur durchkommen. Er macht richtig zu. Ja. Finde ich gut. Weiß-grau gehalten, passt gut zum Wohnwagen. Schrauben wir ihn mal an. Ich würde es begrüßen, wenn der Mülleimer so dran kommt. Ne, was meint ihr? Also ich finde das gut. Nicht so weit unten. Hier ist eine Einbuchtung. Halten wir mal Halterung dran. Und was auch gut wäre, wäre ein Zollstock. Gell? Gucken wir mal. Ja, sieht doch klasse aus. Ist doch klasse. Gell? Machen wir ihn hier in die zweite Rippe rein oder auf die zweite Rippe. Das ist so gerippt. Sieht man das? So gewellt ist das hier so ein bisschen. Wenn wir den auf die zweite Welle machen, glaube ich, ist das ganz gut. Da dran. Ja, machen wir das. Schauen wir mal fest. Wir haben sowas noch wie eine Wasserwanne hier. Sollte man auch unbedingt benutzen. So, messen wir mal aus. Das sind 48, 24 ist die Mitte. Das wäre hier. Ja, Mitte. Ich nehme das eh nicht so genau. Da schrauben wir die erste Schraube rein. Ja. So, genau auf der Welle hier. Machen wir mal. So, noch nicht festschrauben. Wasserwaage drauf. Ich will das gar nicht so richtig ab. Ja. Das ist gut. Das war verschraubt.
Bling, stimmt genau. Super. Festschrauben. So, jetzt habe ich hier drin in dem Schrauber kein Gefühl. Deswegen nehme ich einen Schraubenzieher jetzt. So, mal mit dem Schraubenzieher hier nachdrehen. Gut. So, mal einhängen. Ey, super. Okay. Ey, ist doch klasse. Müllbeutel rein. Besser geht's doch gar nicht. Okay. Jetzt haben wir noch den Fliegenvorhang, gell? Der hängt natürlich da drüber, das sieht natürlich ein bisschen komisch dann aus. Aber entweder ist die Tür offen oder zu, gell? So, nun kann man den gleich entsorgen hier so. Weg damit. Ja, so sieht er aus hier. Kein Hexenwerk, eben festgeschraubt. 10 Liter gehen rein. Klasse Ding. Ich finde ihn gut. Daumen hoch. Gell? Klasse. Klasse Mülleimer. Die Kosten des Mülleimers. 16,95 Euro. Gell? Ist nicht gerade der billigste, aber macht sich gut. Sieht gut aus. Gell? Eine Investition, die sich immer wieder gelohnt hat. Gell? Bis dann, macht's gut auf YouTube, euer Jan. Ciao.